Die ist auf mir. Oh, wie gesagt, wir sind jetzt kurz davor, weil die ist. Wenn ich, darf ich kurz spoilern? Nein. Schade, okay, dann wir sind trotzdem kurz vorm Ende. Das darf ich wohl sagen. Was ist eigentlich los? Ist Steel wahnsinnig? Die schalten das Ökosystem ab und jetzt kommen Berichte über Gefechte rund um Sanctuary rein. Da herrscht Krieg. Die Siedlung kriegt schwer was ab. Sie senden Hilferufe an jeden und alles. Aber wenn sie Echo abschalten, kann ich nicht. Echo abgeschaltet. Ja. Marco, Sanctuary, ne? Borderlands 2. Ja. Kannst du mich sehen? Ohne das Echo-Netzwerk kann ich dich nicht sehen. Wir sind im Blindflug unterwegs. Unser Zeitfenster schließt sich. Die ja. Kammer kann nur alle zwei. Runter? Bei mir hat es irgendwie gerade einen Ton ausgemacht. Bei mir nicht. Kann nur alle 200 Jahre kommen bei mir. Jahre. Und dann? Dann war's das. Cool. Wir sind halt in Zeitnot irgendwie. Wie gesagt, wir sind kurz vorm Ende. Spoiler. Ey, dass wir kurz vorm Ende sind, wissen wir nur schon eine Weile. Ja, gut. Und da wir Ende jetzt. Zieht sich. Und da es keine weiteren Schlüsselfragmente gibt und wir schon alle zusammengepackt haben, um die Kammer zu öffnen, ist wohl auch klar, dass wir jetzt als nächstes die Kammer öffnen müssen. Ich hab auch schon eine Kammer öffnen. Was? Kammer öffnen. Kammer öffnen, Kammer öffnen. Na hier, das droppt aber erst ganz schön. Lass uns mal Tennis wieder gehen, zu Tennis Nein. gehen, weil die hat ja das Schlüsselfragment. Ey, du bist so ein Held! Du bist der Held vom Erdbeerfeld! Wie hast du das geschafft? Überleg schon. Ich hab die Ecke geworfen, die anderen aufgenommen, denn in dem Moment ist die andere explodiert. Also... nee. Nee. What the fuck? Volltreffer! Und das nicht vor uns noch andere verteidigt? Ja, das ist ja auch jetzt von den Commandos Spiel, die Leute. Ach, scheiß drauf. Ah, da sind noch mehr. Eine ganze Menge. Wo sind die anderen? Tot? Da war nur ja. einer. Aber schön, dass du rumschreist. Hier ist übrigens ein grünes Combat Rifle mit 118 Schaden. Will keiner. Warte. Sechs Schuss im Magazin, hallo? Aua! Mit sechs Schuss bin ich verdammt weit. Also Combat Rifle mit sechs Schuss? Ja. Bestimmt. Der ist leck. Ja, Scharfschützenposition. Wie Scharfschützenposition? Ich hab hinten an irgendeinem Ding gestanden und den geholt mit dem Handy. Knallharter hab ich hier. Oh, 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 oh. Schön, ich sammle noch Zeug ein. Pause, Automat, oder? Hm. Also dem konnte ich irgendwie gerade null Schaden machen. Den hat irgendwie dafür. 74er Explosivregen. Ich hab mich durch die Mauer gestellt, die Pistole hat die SMG hat auf der anderen Seite rausguckt. Ich hab die ganze Zeit drauf geschossen. Ja, ja. Cheater. Drecks-Cheater. Mit dir spielen wir kein Borderlands 2. Drecks-Cheater. Hm. Achtung. Er ist schuld von dem. Ja, ich wollte gerade den Granaten. Ich muss inzwischen was an den Ding. Lol. Lol. Achtung! Blaue Combat Rifle. Hinter euch. Scheiße, ich bin gleich dran. Machen weg. Ist gerade schwierig. Wo kommt das Monster schon wieder her? Oh, noch ein harter Verteidiger. Ja, der hat ein paar. Oh, mehr Rüstungsteile. Ups. Es sind die Kennen mit Level 3, ey. Du spielst halt wirklich mit der SMG. Ich spiel immer mit dem, womit du Schaden machst. Okay. Nee, damit. Mit der Waffe, mit der du Schaden machst. Immer wenn ich anschalte, sind die alle weg. Das
Tja, sollst du halt mir überlegen, die Spear anzuhalten. Es wird schon besser. Müssen wir nicht raus, oder? Ja, ja. Tennis gefunden. Wir müssen jetzt irgendwo Auto holen und dann zu Tennis fahren. Autos liegen um die Ecke. Links um die Ecke? Okay. Dann links um die Ecke. Mene, mene, Mopel, wer frisst Popel? Mene, mene, Mac, du isst sie alle weg. Blau ist meins. Nee, das Raketenwerfen ist meins. Ich hoffe mal, einfach nur irgendwie in die Richtung fahren. Da ist nicht so viel ein Weg. Hier kommen wir schon in Richtung Schneelandschaft. Wer Borderlands 2 bisschen schon was gesehen hat oder gespielt hat, weiß, was das bedeutet. Stimmt, dass da übelste Elitetruppen ankommen, was weiß ich, habe. Das bedeuten die Zeichen, die hier an den Säulen sind, dass die Elitetruppen ankommen. Dass die Gegner wieder einfacher werden bei den Borderlands 2, ist mir auch bei den anderen Gegnern begegnet. Das war jetzt was krass. Ah, oder? Boah. Wackel! Oh, verdammt, bei mir klingelt das Handy. Das ist schlecht. Man hört. Pups, pups. Sorry, ich muss mal kurz die Ecke stellen. Ich will hier mitmachen. Wo ist denn der Kunde, oben, der das Geschütz gehört? Oben, über euch. Du kannst aber auch das Geschütz angreifen, so, ne? So generell. Naja, ach so. Oder einfach rauschen. Da ist ein harter Lance-Ingenieur, zu dem gehört es wahrscheinlich. Mhm. Wieso komme ich hier die Treppe nicht hoch? Weil du den wahrscheinlich von Gitter kämpfen sollst. Böse Schaden. Ja, stell dich einfach ab und zu unter die Brücke, wenn sie dich umkriegen sollen. Das ist nämlich ob das noch 169. Da fliegt gerade einiges nach unten. Ja, das war ich. Ich stand nämlich hier oben. 448er Shield mit Schockresistenz ist hier. Hier oben gibt's Leben. Warte mal. Willst du es haben? Ich will es verkaufen. Nee, ich wollte bloß gucken, wie die Daten sind. Oh, wenn es kurz hinschmeißt. Ein blaues Sniper mal. Ist ja mal unglaublich. Prinzipiell Mist. 390 ja. Schaden. Oh, 518er Schild gefunden. Yes. Lacker. Ich habe mal ein neues Sniper gefunden, was gut ist. Was mir eben 170 Schaden dazu bringt oder 160. Will jemand mein altes Film haben? Was hat's denn? Wie viel hat das? 449. Ein Punkt mehr als sonst. Als ganz ehrlich, ich einfach nur falsch gefahren bin? Genau, ich hätte vorher abbiegen müssen. Naja, wir haben einen Sniper. Also ich habe einen Sniper. Ein neues. Was hast denn du mit deinem Auto gemacht, Felix? Ja, es ist explodiert. Wie hast du denn das geschafft? Ich bin da auch mitten durchgefahren, du musst dich vor mir stellen. Ja, warte mal. Weil du kannst eigentlich auch laufen, du musst ja bloß links abbiegen. Hier war doch ein Punkt. Ja, und das außerdem. Soll. Ich will hier durch. Ja, bestimmt gibt's in Borderlands 2 auch. So schöne unsichtbare Mauern für Autos. Was hätten ihr abgewogen? In die Backdoor. Was ist denn da? Da unten? Da kommen wir glaube ich gleich hin, weil das ist die Backdoor, das ist der Eingang hier. Wir gehen jetzt da runter, Marco. Musst du warum seid ihr mit dem Auto reingefahren? Weil es nie geht. Unsichtbar Mauer. Weil es nie geht, die Hintertür. Wir gehen jetzt durchs braune Loch. Ach, sind wir jetzt hier? Hier geht's nach oben sozusagen. Ja. Okay. Also für mich war das irgendwie logisch. Hier nach oben geht. Billig. No Scope. Ich mach's alle No Scope platt. Scope.
No Scope, Unscope. Granaten wäre mal wieder nice, aber. Ja, da lagen doch wohl einen Haufen Granaten rum. Musst du nur mal aufnehmen. Ich hab's noch nie gesehen, wenn du die meintest. In der Waffenkiste, wo ich vorhin meine Sniper aufgenommen habe, waren Haufen Granaten drin. Aua! Juhu! Schießen, das andere bringt nichts. Hier in der Waffenkiste, jetzt finden wir einen nach der anderen, finde ich mal geil. Leute. Jo. Super! Gut aus, ich bediene da sind wieder meine Granaten auch. Genau, das sind Granaten. Das gehört? Anscheinend nie. Oh, ich habe eine Waffe, die 21.000 wert ist. Ich glaube, das wird eine Weile dauern, bis ich die ersetze. Granaten habe ich schon längst genommen. Waren die nicht schon mal? Ne, die sehen bloß so ähnlich aus, die Stellen in Borderlands 1. Borderlands 2 ist ein bisschen flexibler, was die Darstellung angeht. Knallhart. Oh, Level 31 ist der erste Level 31er. Das liegt daran, dass er knallhart ist, aber auch Level 30. Die knallharten sind immer in Level höher. Die Läden haben neues Inventar. So muss man Mann, er macht ja mehr Damage mit den Waffen als ich mit meinen Fäusten. Was denkst du, warum es den Berserker in Borderlands 2 nicht mehr gibt? Weil es sinnlos ist? Weil die Berserker-Fähigkeit mit einer sinnlosesten ist, die es gab. Toll. Zwei große Waffen. Ja. Für mich! Yeah. SMG, lila SMG, Raketenwerfer, genau. Was, SMG? Ey, lila SMG, blaues SMG und grüne Raketenwerfer. Wäre nett, wenn irgendwann mal wieder was für mich droppt. Ich hab grad mal ein blaues heute gefunden. Ja, die blaue ist irgendwie nicht prickelnd. Raketenwerfer ist kacke. Aber die bringt 29. Moment. Bitte, ja, der Raketenwerfer ist kacke. Hat die vielleicht noch irgendeine Besonderheit? Die blauen haben schon normalerweise irgendeine Besonderheit. Einfach exklusiv. 40% Nachladefähigkeit. So, ich habe meinen ersten 83er Schaden in Granaten. Alles verkaufen hier. Ich bin bei 877.000. Ehrlich, die Hintertür fällt nie auf. Hallo, kommt ihr mit? Hier geht's mit der Story weiter. Verkaufen. Also, ich hab einen neuen Skillpunkt. So. Benny, du wolltest mein Schild auch nicht haben, oder? Nee. Also, wenn du einen neuen Skillpunkt hast, dann hast du den schon eine ganze Weile, weil ich bin fast Level 34. Also, halt schon drei Viertel zu Level 34. Hier liegt ein Eco-Rekorder. Darf ich doch nutzen? Ne? Könnt ihr zuhören? Ja. Oh, das ist kein Eco-Rekorder. What? Ich dachte, du hast es schon mal gespielt. Weißt du, wie lange es her ist? Da oben ist der Stil. Du wirst vernichtet! Hab mich schon gewundert, dass es nie markiert war. Weil die guckt nicht immer zu. Nö. Könnten wir sie ja töten. Meister McCloud. Ist das jetzt? Die Königin der Alienwaffe? Wow, ja, der hat eine Alienwaffe. Okay, der hält bestimmt was aus. Er hält einiges aus, ja. Ich würde mich doch erstmal um die Kleinen kümmern, bevor wir den Großen nehmen.
Und da spratzt er wirklich hin. Mein Gott, das war so schnell geflogen. Durch meinen Raketenwerfer? Alienwaffe! Sollte ich die nehmen, die Alienwaffen? Ach, das ist eine Scheiße. Schade. Aber nur 6000 wert. Ich vermute, mein Raketenwerfer ist schon mehr wert. Ja, der ist 15000 wert, von daher. Wenn ihr die Alienwaffe haben wollt, nehmt sie. Die schießt halt elendig langsam und du läufst mit der langsamer, ne, wenn die ausrüstest. Ja, also, wenn die in der Hand. Nee, ich hab sie nicht ausgerüstet. Nee, ich hab sie genommen. Die auch mit Marco. Achso. Nee, mag ich dann. Ich mag die nicht haben. Verkaufst du, wie gesagt. Marco? Ja, nehmen. Verkauf. Ich will nie verkaufen, ich will hier weiter. Wo soll ich denn die jetzt verkaufen? Was im Menü? Ja. Ja. Crimson Fastness sind wir jetzt. Das Auto hätte ich gern mal zum Rumdüsen. Jo. Sieht irgendwie viel cooler aus. Hier kannst du verkaufen. Wenn du eine Behandlung brauchst, immer reinspaziert. Schade. Kommando Class Mods. Oh, Kommando Class Mod. Da kriegst du, glaube ich, Rollflintenschaden plus. Hm. Gesundheit. Hier schießt schon jemand auf mich. Schweinerei. Ups. Kann Atem schon werfen können. Nö. Sonst ist alles okay. Au. Mit 20 Leben, alles super. Spielt schon, aber nett. Marco, du standst im Weg. Mhm. Du standst, Felix? Kannst du da mal kurz? Ja, ja. Und so? Was ist denn bei euch los? Hier ist ein bisschen viel Zeug im Weg. Keine Pause. Ich war gerade noch beim Einkaufen, Mann. Hier in der SMG. Nimm deinen Köppel weg. Mein Kopf ist so weg. Komm nicht rein. Gehen gerade jämmerlich drauf ins Säure baden. Scheiße, sieh dir das an. Ja. Was? Heute cool. Ist immer Platz? Besser, aber der feuert wieder 3 auf 1. Ist doch nicht schlecht. Ein Triple Rocket Launcher, ich hasse was. Oh, was ist denn mit den ganzen Clap-Traps passiert? Du hast es doch bei Bolens. Hier ist übrigens, hast du das angenommen? Hier ist einer dabei, den du noch retten kannst. Clap-Trap-Rettung, mach mal bitte. Du doch. Ne, aktivier mal die Quest, ich weiß nicht, wo wir uns hin müssen. Wenn du hostest. Wahrscheinlich oben hinten rein. Ja, da oben müssen wir hin. Warum du nicht einfach springst? Weil ich dachte, ich komme nie da hoch. Kuckuck. What? Au. Da hinten rennt irgendwo eine Einheit rum. Hm, direkt zu mir. Ja, da ist das gedroppt. Ah, oh, explosiv Longbow. Sonst ist alles okay? Oh Gott, mal. Ach, da unten ist das Ding. Ich muss hier runter. Unten. Da ist eine Waffenkiste, bitte der Waffenkiste! Benutzen konnte ich es schon. Da liegt eine lila Combat Rifle übrigens drin in der Waffenkiste, die ich gerade aktiviert habe. Ich komme bloß nie ran. Toll. Kriegen wir das Ding jetzt auf? Wird es wahrscheinlich irgendwo einen Schalter geben?
Mal sehen, ich tue erstmal den Klemmtrepp reparieren. An die Glasmod komme ich. Inventarplatz gesteigert. Also Inventar Upgrade. Das ist ja immer geil. Der zeigt mir noch was. Komm auch an die anderen. Ist das mies, ihr Bug-User. Brauchen die Tür nicht mehr öffnen. Ihr seid ein paar Bug-User, ey. Ist die wenigstens besser, die Waffe? Ja, die ist richtig fett. 113 Schaden, 88,5 Zielgenauigkeit und 92er Magazin mit 13,2 Volt. Ah, das ist so eine, wie wo ich schon mal mit dir gespielt habe. Bad. Und das waren 80 Schuss. Ja, das ist auch so ein Ding, wie schnell schießen die? Cool, noch ein 13,2. Ja, genau, das ist so ein Ding. Oh, durch. 92 Schuss, oh, durch. Ich habe ja noch eine Leader Combat Rifle mit 160 Schaden, 86 Zielgenauigkeit, 6,5 und 48 Schaden im Magazin. Ich höre hier irgendjemanden schießen. Bin ich. Und eine Class Mod für den Soldaten. Mit 45% Magazingröße noch dazu. Ey, da ist fast 150 Schuss. Edited. Wieder hoch. Wieder zurück, ja. Raus. Zu dem Claptrap sind wir wieder gegangen. Ja, ich stelle mich mal hin. Ich habe eine schöne Fusion mit 83 Schaden. Will jemand eine andere Class Mod? Granatenmod mit 83 Schaden. Das ist ein Passwort, ja. Ein Explosivkontakt. Ja, ja, danke. Kann ich drauf verzichten. So, jetzt Margot 2 richtig fette Waffen gekriegt, ne? Super. Hintereinander. Naja, nee, die 2, die kannst du vergessen, weil die halt ziemlich ungenau war. Schlecht jetzt ist noch. Die auch nie, also. Nee, aber jetzt noch ich nehme nur die eine. Geht's denn hier hin? Zum Glück gar nicht verwinkelt hier. Hier ist schon wieder eine Kiste. Wie viele Waffenkisten haben wir denn hier in dem? Ja, da unten sind Gegner, da unten sind Gegner. Noch eine Combat Rifle, das ist verarschen. Und Soldatenklassenmod, ey, jetzt haben wir hier in Soldatenzeit oder was? Lalalalalala. Hier ist trotzdem. Die Morgel, die alle durch den Wolf dreht, ey. Ich kann vier Granaten runtergeschmissen, denkst du, das war nett? Ja, ich habe auch gerade zu gucken, wie er den letzten dann noch gekillt hat. Drrrr, hier geht's tot. Durch. Eine 520er Shield gefunden, jawohl. Jetzt seid ihr die Ancient mit dem größten Shield. Jetzt fehlt wenn ihr dann was findet, wäre übelst. Warst am Anfang von unserem Let's Play schon mal derjenige, der irgendwie mit 180er Shield noch rumgelaufen ist, weil wir schon 300er hatten. Cool, hier liegt jemand. An der Wand. Ich glaube, da wo ich bin, geht's weiter, weil hier sind Gegner. What? Ja, was kennst du weiter? Ich hab Tennis gefunden. Du hast Tennis gefunden? Ich hab Tennis gefunden. Sie steht vor mir. Also, oh, dann hab ich übersehen. Zwischen uns. Ja. Sprechen. Ich hab hier Artefakt bekommen. Hab ich schon. Jetzt. Echo-Konsole gefunden. Das ist wahrscheinlich, wo ich hier weiter wollte. Ich will jetzt nämlich das Echo-System wieder anschalten. Ja, da gefällt mir ein Brandartefakt besser. Ach stimmt, ich muss das Artefakt noch benutzen. Ups. Au! Schieße mit der Kette einfach von oben runter. Schuss ab. Einfach mal nach hier hinten gehen, das ist Schweden noch nie eingefallen, oder? Ne, so weit bin ich nie gekommen, da hatte ich schon Raketenschüsse in mir. Angewichst.